Wir haben dieses Idealbild von einer glücklichen Familie. Vater, Mutter und Kinder leben gemeinsam in einem Haushalt, verbringen viel Zeit miteinander, bis ins hohe Alter der Eltern. Ein traumhaftes Bilderbuch-Familienleben. Wir wünschen uns eine solche Familie, weil es ein Ort der Ruhe und Geborgenheit ist. Erlebnisse in der Familie geben uns Kraft und beeinflussen uns. Kaum eine Sache prägt unsere Persönlichkeit so stark wie das familiäre Umfeld. Doch wir wissen, das Leben verläuft nicht immer geschmeidig. Wir erleben neben schönen Momenten auch schwere Herausforderungen und Schicksalsschläge. Realität und Ideal liegen manchmal weit auseinander. Auch die Propheten hatten Familien, denn auch sie waren ja nur Menschen. Das gilt auch für den letzten Gesandten Allahs a.s. In was für Verhältnissen ist er aufgewachsen? Blicken wir zurück darauf, wie alles angefangen hat. Abdulmuttalib war das Oberhaupt des Stammes Banu Hashim. Er war einer der großen Anführer in Mekka und wollte seinen Sohn Abdullah verheiraten. Dies war für Abdulmuttalib außerordentlich wichtig, denn von all seinen Söhnen liebte er Abdullah am meisten. Schlussendlich wählte er Amina aus, die Tochter von Wahab vom Stamm Banu Zuhra. Gerade erst zusammengekommen, waren die beiden frisch Verheirateten voneinander entfernt. Denn wenige Tage nach der Hochzeit begab sich Abdullah auf eine Geschäftsreise. Bald darauf bemerkte Amina, dass sie schwanger war. Sie war voller Begeisterung und freute sich schon, ihrem Mann diese schöne Nachricht mitzuteilen. Da sie nur wenige Tage miteinander verbrachten, war Amina umso glücklicher, dass Allah ihr ein Kind geschenkt hat und sie sich bald mit ihrem Mann darüber freuen kann. Doch so weit sollte es nicht kommen. Denn Abdullah erkrankte auf der Reise. Angeschlagen blieb er auf dem Rückweg in der Stadt Medina zurück. Sein Zustand verschlechterte sich stetig, so dass er nie wieder heimkehren sollte. Medina wurde zum Ort seiner Grabstätte. Abdullah hat nicht einmal erfahren können, dass sein Kind auf dem Weg war. Es war, als ob ihm gesagt wurde: Deine Aufgabe im Leben ist nun vollbracht. Und um dieses reine Kind, welches du zurücklässt, wird sich Allah mit seiner Weisheit kümmern und ihn für seine besondere Bestimmung vorbereiten. Als Amina diese traurige Nachricht erreichte, war sie tief erschüttert. Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ihrem Bauch tragend, war sie nun auf sich allein gestellt. Ein so harter Schicksalsschlag direkt zu Beginn ihrer Ehe. Während der Schwangerschaft sah Amina in einem Traum, wie ein Licht von ihr ausströmte. Es war ein Licht, das bis zu den Burgen Aschams strahlte. Subhanallah, sie sah in diesem Traum, dass ihr Kind Licht über die Dunkelheit bringen wird. Ein Licht, das sogar über die arabische Halbinsel hinausreicht. Sie ahnte, mein Kind ist kein gewöhnliches Kind. Schließlich war der Tag gekommen. Etwa 2 Monate nach dem Tod ihres Mannes brachte Amina ihr Kind zur Welt. Es war keine einfache Schwangerschaft, doch nach all der erlittenen Trauer war die Geburt wieder ein Grund zur Freude. Schnell ließ sie Abdulmuttalib informieren. Dieser fieberte der Geburt schon sehnlichst entgegen. Die Lehre, die Abdullah hinterließ, würde die Geburt seines Enkels wieder füllen. Das stärkte die Liebe von Abdulmuttalib zu seinem Enkel und seine Bereitschaft, sich um den Kleinen zu kümmern. Sichtlich erfreut von der Geburt, brachte er das Kind zur Kaaba. Er dankte Allah für das Neugeborene und betete für ihn, dass Allah ihn beschütze und er ein guter Mensch wird. Er gab ihm den Namen Mohammed, ein Name, der heute sehr geläufig ist, aber damals in Mekka fremd war. In Mekka gab es bis dahin niemanden, der so hieß. Die Menschen fragten Abdulmuttalib, wieso nennst du ihn Mohammed, wo es doch kein Name deiner Vorväter ist? So antwortete Abdulmuttalib ihnen, ich wollte, dass Allah ihn in den Himmel preist und dass die Menschen ihn auf der Erde preisen. Mohammed bedeutet sprachlich, der, der gepriesen und gelobt wird. Jeden Tag sprechen Millionen von Menschen Segenswünsche auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gibt es einen Menschen, der häufiger gepriesen wird? Gibt es einen Menschen,
der diesen Namen mehr verdient hätte? Die Freude von Abdul-Muttalib war so groß, dass er ein Festmahl veranstaltete. Die Beschneidung Mohammeds führte am siebten Tag durch, denn dies war der Brauch der Araber. So war es vollbracht. Das Leben von Mohammed sallallahu alaihi wasallam nahm seinen Anfang. Die Umstände bei seiner Geburt entsprachen keineswegs dem Normalfall. Es ist der Beginn eines außergewöhnlichen Lebens und einer großartigen Persönlichkeit. Wie wir wissen, begann sein Prophetentum aber nicht wie bei Isa alaihi salam mit der Geburt, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Es brauchte eine gewisse Zeit, um zu reifen. Es erforderte eine Vorbereitung und genügend Energie, damit das Licht aus Aminas Traum sich so weit ausbreiten konnte.